Hallo, hier ist Rieke. Ich sitze hier auf dem Omas Teichfestival mit Beat Beat Beat. Am besten sagt ihr erstmal, wer ihr seid, was ihr macht. Hi, ich bin Joshua. Ich singe und spiele Gitarre. Ich bin Moritz und ich spiele auch Gitarre. Für die Leute, die euch nicht kennen, was macht ihr für Musik? Wo kommt euer Name her? Erzählt mal ein bisschen was über euch. Wir machen Indie-Pop-Musik, würde ich sagen. Popmusik, die hoffentlich nicht öde ist irgendwie. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Viersen. Ich bin aus Mönchengladbach. Das ist im Westen Deutschlands, nahe der holländischen Grenze schon fast. Und da sind wir zur Schule gegangen, da leben wir gerade noch. Und bald geht es dann wahrscheinlich irgendwie nach Köln oder so. Zum Studieren. Was studiert ihr denn? Wir wissen das noch gar nicht so genau. Also wir sind alle sehr, sehr frisch dann aus der Schule raus und dann erstmal einen Zivildienst machen und so. Unser Bassist, der Tim, der wird entweder Musikmanager oder Erdkundelehrer. Ist ja fast das Gleiche. Ja, genau, es geht in die gleiche Richtung. Okay, und wie sieht das aus? Seid ihr im Moment auf Tour? Wo kann man euch sehen in nächster Zeit? Also wir hatten jetzt gerade diese Festivalphase, diese Sommerfestivalphase, die ist jetzt vorbei leider. Ende August spielen wir nochmal in Belgien und Kassel und dann im Oktober haben wir unsere Deutschlandtour, um unser Debütalbum zu promoten. Das kommt dann am 8. Oktober kommt das raus. Ja, dann war es das auch schon. Dann sage ich danke für das Interview und noch eine schöne Zeit hier. Ja.